Hallo, herzlich willkommen zur Online-Session von Digitale Transformation braucht innere Transformation. Leider nicht persönlich auf dem Benediktushof, sondern hier von meinem Berliner Büro aus in Cyberspace. Ich möchte in den nächsten halben Stunde ein paar Gedanken, Thesen mit euch teilen, die sich rund um Digitalisierung, unsichere Zeiten im Namen von Corona und unserer inneren Transformation beschäftigen. Und dazu werde ich eine Präsentation aufrufen, damit ihr auch ein paar Bilder habt, um meine Themen und Thesen illustriert zu sehen. Ich starte mal mit meinem Leben auf einer Folie. Ich bin eine Kulturanthropologin, habe eine Reihe von Büchern geschrieben, populärwissenschaftlich rund um das Thema kulturelle Globalisierung. Und habe 2005 dann mit meiner Familie eine Weltreise gemacht, wo wir unter anderem in Bhutan waren und die Choki Traditional Art School gesehen haben, eine Schule für benachteiligte Kinder im Himalaya-Reich, die uns super gefallen hat und wo wir gedacht haben, genau solche sozialen Initiativen bräuchten eine viel größere Sichtbarkeit. Das war dann für uns der Startschuss, betterplace.org zu gründen, mittlerweile Deutschlands größte Spendenplattform. Und 2010 habe ich dann das Better Place Lab gegründet, einen Think Tank, der sich damit beschäftigt, wie Digitalisierung für Gemeinwohlthemen eingesetzt werden kann. Das Better Place Lab wird in meinen Ausführungen gleich auch noch eine größere Rolle spielen, aber ich möchte, bevor ich mit einem sehr konkreten Fallbeispiel auf mein Thema äußere Transformation, innere Transformation eingehe, noch ein bisschen aus der Metaperspektive beschreiben, welche Art von Veränderung ich gerade in der Welt sehe und wie wir darauf als Menschen eben reagieren können und müssen. Wir haben mit dem Better Place Lab in den letzten Jahren sehr viele Feldforschungen gemacht. Wir waren insgesamt in 26 Ländern und haben uns angeschaut, wie neue digital-soziale Startups die Welt verändern wollen. Und dabei ist klar geworden, fast noch mehr, als wenn wir nur in Deutschland geblieben wären, in was für einem gewaltigen Transformationsprozess sich die Welt befindet. Und ich finde dieses Bild Wanderer am Weltenrand total schön, weil es beschreibt so, dass wir in einer Welt aufgewachsen sind, die zum großen Teil noch analog ist, mit den Institutionen, die dazugehören und dem Weltbild, das dazugehört. Und wir schauen aber in diese neue globale digitale Welt und sehen, dass da ganz, ganz viel sich verändert, können es aber, weil wir zu nah dran kleben, noch nicht wirklich richtig verstehen. Aber in diesem Versuch, diese neue digitale Welt besser zu verstehen, hilft es mir, mich mit großen, häufig aber auch eher subtilen digitalen Dynamiken zu beschäftigen, die ich überall sehe. Und ich möchte von diesen digitalen Dynamiken zu Beginn meines Vortrags vier vorstellen. Und zwar ist da einmal die Dezentralisierung, weil die Welt wird durch dezentrale digitale Technologien enorm dezentralisiert. Was bewirkt das? Nun, die Welt wird viel komplexer, weil viel mehr einzelne Bestandteile, Menschen, aber auch natürlich Objekte miteinander kommunizieren können. Also wir sind mit einer viel größeren Komplexität konfrontiert, die wir lernen müssen zu navigieren. Das bedeutet auch, dass wir ein viel systemischeres Verständnis von Wandel entwickeln müssen. Und wir brauchen, weil wir eben nicht nur aus einer Perspektive agieren, sondern im globalen Raum ganz viele Perspektiven aufeinandertreten, brauchen wir die Fähigkeit, multiperspektivischer zu sein. Die nächste Dynamik, die mich total beschäftigt, ist die von Kollaboration und Teilen, weil digitale, gerade auch Cloud-basierte Technologien ermöglichen eine ganz, ganz neue Art der Zusammenarbeit, wo wir als Menschen viel ko-kreativer zusammenkommen können und ganz neue Arten von Netzwerkorganisationen bilden können. Und das erfordert aber auch von uns, dass wir viel beziehungsfähiger werden, um so erfolgreich zusammenarbeiten zu können. Und eine Dynamik, die ich total faszinierend finde, ist, dass die Welt viel, viel fluider wird, ja, viel flexibler und fließender. Und das geht damit einher, dass der Wandel, den wir erleben, viel schneller ist, als wir es gewohnt sind, weil das Internet ist ja immer im konstanten Beta. Es ist ein kontinuierliches Werden, was wir erleben. Und dadurch müssen wir als Menschen, die für unsere Sicherheit immer die sowieso ja fließende Realität fixieren wollen, deswegen müssen wir irgendwie viel veränderungsfähiger werden, um damit klarzukommen.
Und die vierte Dynamik, die uns ja auch hier auf dieser virtuellen Konferenz jetzt beschäftigt, ist die der Kognifizierung, der Verstärkung von allem, was irgendwie potenziell intelligent ist, mit künstlicher Intelligenz. Und im Arbeitsbereich, der mich im Folge meines Vortrags noch viel mehr beschäftigen wird, erleben wir halt einfach einen Trend hin zu einer sehr, sehr großen Automatisierung. Wir sind aber auch als Menschen ganz neu damit beschäftigt, uns mit Algorithmen und mit einer algorithmischen Ethik zu beschäftigen und zu gucken, was sind denn eigentlich wirklich unsere meistens ja auch unbewussten Wahrnehmungsfilter, die wir wiederum in unseren Daten, die dann verarbeitet werden, drin haben. Also was ist unser Bias, unsere ganzen Vorurteile, die sich durch unbewusste Algorithmen ja auch noch massiv verstärken können. So, also das ist so ein bisschen so die Dynamik, die für mich total interessant ist, gerade in der Welt zu beobachten. Also was ist, wir sehen, wir kommen aus einem alten Paradigma, was wir sagen können, das ist das industrielle, nationalstaatliche Paradigma, was auf der wirtschaftlichen Seite sehr viel mit Extraktion zu tun hat, was enorme Wohlstand uns gebracht hat als Menschheit, aber auch riesige Kollateralschäden, gerade wenn wir uns anschauen, welche Preise wir zahlen mit der Umwelt, für unseren Planeten, aber auch im sozialen Bereich mit der massiv wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich und der auch vielen existenziellen Not, die wir in unseren Gesellschaften erleben. Und wir sehen aber auch schon mindestens seit den 60er, 70er Jahren, dass so ein neues Paradigma sich aufbaut, welches ganz andere Werte verfolgt und auch bestimmt ganz andere Geschäftsmodelle hervorbringen wird und auch eine andere Art eben von Weltsicht. Und wir sind jetzt so Teile, es gibt überall so Communities of Practice, die dieses neue Paradigma bauen. Und ich glaube, dass es total faszinierend ist, für dieses neue Paradigma eigentlich digitale Technologien einzusetzen, weil wir sehen, dass die von mir eben geschilderten, sehr potenzialorientierten digitalen Dynamiken, die bergen ja ganz, ganz viel mehr, was nicht irgendwie nur Maximum Profit und möglichst Effizienz, eine große Effizienzsteigerung mit sich bringt, sondern da stecken ja andere Werte eigentlich dahinter. Und ich habe die mal so auf einer Folie versucht zusammenzustellen. Was sind denn Elemente von diesem neuen Paradigma, an dem wir alle bauen können und welches, von dem ich überzeugt bin, dass wir die Chance haben, so unsere Welt zu transformieren. Ja, das ist einfach, da sind Prinzipien von Nachhaltigkeit, Resilienz, Selbstorganisation. Wir bauen Sachen, die reparaturfähig sind, die Open Source sind, was wiederum auf diese Kollaborationsdynamik einzahlt. Ich glaube auch, wir müssen Strukturen schaffen, die sozial viel inklusiver sind und wo wir wirklich Macht auch echt transferieren. Und nicht eben nur 28 Menschen auf der Welt besitzen die Hälfte des Wohlstands auf diesem Planeten. Wir brauchen neue Formen der Zugehörigkeit, ganz klar, auch jenseits von der Polarisierung, die wir momentan so massiv sehen. Und zugleich ermöglichen uns aber auch diese digitalen Dynamiken, die ich beschrieben habe, wiederum größere Freiheiten und für uns als Individuen mehr in eine Autonomie zu kommen. Und ich glaube, wir haben die Chance, im weltweiten Raum auch wieder viel mehr eine spirituelle Sensibilität zu erforschen und zu praktizieren, die natürlich auch für wahrscheinlich euch als Zuhörer total interessant ist. Und dazu werde ich auch noch später mehr sagen. So, also das ist so ein bisschen so das Ziel, ein mögliches Zielbild oder eine Bewegung hin zu einer bestimmten Wertelandschaft, die ich denke, dass wir dazu ein enormes digitales Potenzial auch haben, um da hineinzuwachsen. Ich möchte jetzt aber von dem global-galaktischen, mit dem ich gestartet bin, total konkret werden und mir dieses Thema äußere Transformation, innere Transformation anhand eines sehr konkreten Beispiels anschauen, nämlich der Umstrukturierung meiner eigenen Organisation, in diesem Fall des Better Place Labs, von einer hierarchischen Organisation hin zu einer selbstorganisierten. Und ich möchte wirklich so die nächsten 15 Minuten damit verwenden, euch darzulegen, wie eine Organisation, die eigentlich Teil des alten Paradigmas war, mit hierarchischen Strukturen, hingekommen ist dazu, etwas zu sein, wo ich denke, das steht für das neue Paradigma, was wir hier sehen. Also 2014 war der Ausgangspunkt, dass wir aus unterschiedlichen Gründen eine Unternehmensumstrukturierung vornehmen wollten. Maßgeblich war, dass ich nicht mehr in der Rolle der Chefin agieren wollte und dass ich auch das Gefühl hatte, dass wir als Unternehmen nicht wirklich das Potenzial, was in unseren sehr gut ausgebildeten, motivierten Mitarbeitern steckte, dass wir das nicht wirklich genutzt haben. Und da spielte auch die hierarchische Organisationsweise, die wir hatten, eine Rolle.
Was wir dann im Laufe der nächsten Jahre gemacht haben oder eigentlich im Laufe eines Zeitraums von 1,5 Jahren ist, dass wir uns eben halt zu einer totalen Netzwerkorganisation umstrukturiert haben. Am Anfang waren wir super inspiriert von diesem Buch hier, Frederic Laloux, Reinventing Organizations, was ja in vielen Blasen ziemlich auch bekannt ist. Das ist auch 2014 entstanden oder veröffentlicht worden. Wir haben es also gleich am Anfang uns gegriffen und waren begeistert von den Fallbeispielen, die Frederic Laloux in diesem Buch aufführt, nämlich von Unternehmen, die ganz anders geführt werden, als wir es herkömmlich kennen. Das sind nämlich Unternehmen, die keine Chefs und Management-Layer mehr haben, sondern selbst organisiert sind. Das sind Unternehmen, die sehr ganzheitlich sind, die den Menschen wirklich in den Mittelpunkt stellen. Und es sind Unternehmen, die einen ganz anderen Strategieprozess entwickeln, nämlich die das Unternehmen als eine Art von Wesen verstehen, als Organismus, der seine eigene Entwicklungslogik hat, der sein eigenes Potenzial hat, welches sich entfalten kann. Und das waren alles Konzepte, die uns total ansprachen und wo wir gesagt haben, okay, genau so wollen wir arbeiten. Lass uns alle Funktionen, die ich als ehemalige Chefin hatte, lass uns die nehmen und lass uns die ganz neu organisieren. Was wir dann auch in den nächsten Wochen gemacht haben, wir haben kleine Arbeitsgruppen bei uns gegründet und haben dann eine Better Place Lab-Verfassung geschrieben. Also wir haben überlegt, wie wollen wir in Zukunft Menschen einstellen, wie wollen wir in Zukunft den Planungsprozess machen, wie wollen in Zukunft Entscheidungen gefällt werden, wenn es keine Chefin mehr gibt. Und ich bin auch selbst zu diesem Zeitpunkt schon, habe ich mein Arbeitspensum massiv reduziert und bin auf 8 Tage im Monat gegangen. So, wir dachten, dass diese neue Umstrukturierung, die ungefähr so ein bisschen so aussah, nämlich dass wir maximale Freiheiten allen Mitarbeitern gegeben haben, die hier durch ein paar Beispiele exemplifiziert werden, dass wir zum Beispiel unsere Gehälter untereinander aushandeln, dass wir keine festen Hierarchien mehr haben, sondern dass wir je nach Aufgabe sehr flexibel punktuell, also temporäre Hierarchien bauen, die dann aber, wenn die Aufgabe erledigt ist, sich wieder auflösen und dann an anderer Stelle für eine neue Aufgabe aber ganz anders wiederum zusammenkommen. Ja, wir haben also eine Struktur für uns gebaut, wo es keinen Boss gab, kein Management, aber gewisse Überblickerfunktionen für gewisse wichtige Themen wie Finanzen, Teamgesundheit, Strategie und so, sodass die einzelnen Projekte, die wir bearbeiten in Better Place Lab, nicht vollkommen auseinanderfallen. Ja? Und nachdem wir diese neuen Regeln aufgestellt hatten, neue Strukturen und Prozesse entwickelt hatten, dachten wir, dass wir super kraftvoll agieren würden und dass wir eine ganz tolle Organisationsstruktur geschaffen haben. Nun, dem war nicht so. Stattdessen, was wir sahen, war, dass wir eher das Gegenteil bewirkten. Wir hatten in diesem Bild hier Strukturen und Prozesse verändert, aber das Resultat war, dass wir eigentlich eher gelähmt waren, dass sehr viel Druck auf dem Team lastete, dass wir eher so versuchten, im Konsens Entscheidungen zu fällen, obwohl wir einzelnen Mitarbeitern sehr große Mandate gegeben hatten, selbst zu entscheiden. Also irgendwie war was zäh, war was, fühlte sich gelähmt und gedrückt an. Und wir haben dann zu dem Zeitpunkt eine Organisationsentwicklerin reingeholt, eine Freundin von mir, Bettina Rollo, die mit uns diese Grafik erarbeitet hat. Und was ihr hier seht, ist ein Versuch, ursprünglich von Ken Wilber, Realität entlang verschiedener Facetten darzustellen. Und zwar nicht nur in Strukturen und Prozesse, das, was wir normalerweise sehen als außen und wo ganz viele Transformationsarbeit, die wir alle so unter dem Begriff New Work, Agilität, Teal Organizations nach Laloux hören, dass die Welt eben nicht nur aus Strukturen und Prozessen besteht, sondern aus viel mehr, nämlich aus unseren individuellen Verhaltensformen und unseren Fähigkeiten, aber ganz wichtig auch aus ganz viel innen, was man nicht von außen sehen kann, nämlich unserer Haltung, unserer Psyche, die Filter, die wir haben, mit der wir Realität wahrnehmen, unseren Bedürfnissen, unseren Werten, was ist uns individuell wichtig, aber auch, was ist im Kollektiven, was sind unsere kollektiven Werte, was ist unsere Unternehmenskultur und was sind die Kommunikationsformen, die wir praktizieren. Und was wir im Laufe dann von
jetzt mittlerweile Jahren gemacht haben, ist, dass wir geschaut haben, wie kriegen wir einen Transformationsprozess hin, der entlang dieser ganzen Dimensionen kohärent ist. Weil nur dann ist er nachhaltig und wirklich erfolgreich. Was wir zum Beispiel feststellten, nachdem wir uns so mit diesem Innen und Außen mehr beschäftigt hatten, war, dass wir jetzt plötzlich verstanden, weshalb das Team, nachdem wir Einzelnen so massiv viel Freiheit gegeben hatten, diese Freiheit gar nicht nutzen konnten, sondern eher unsicher und ängstlich waren. Weil wir nämlich diese Balance hier zwischen Zugehörigkeit und Sicherheit auf der einen Seite, die jeder Mensch braucht, und unserem menschlichen Bedürfnis nach Freiheit und Wandel, die hatten wir massiv gestört. Wir hatten nämlich ganz viel Sicherheit weggenommen, dadurch, dass wir hierarchische, feste Strukturen aufgelöst hatten. Und in dem Moment war so viel Sicherheit weg, dass jeder eigentlich innerlich eher gewackelt hat und deswegen die Freiheiten, die wir gegeben haben, gar nicht wirklich nutzen konnten. Was wir also gelernt haben, was wir ein total interessantes Prinzip fanden, war, dass es eine dynamische Balance gibt zwischen Sicherheit im Inneren und Sicherheit im Äußeren. Wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo sehr viel verregelt ist, zum Beispiel in der Bürokratie, wo man ganz genau weiß, was wer wann zu machen hat, dann gibt mir das ganz viel Stabilität. Dann brauche ich in meinem Inneren nicht sehr viel Stabilität. Wenn ich aber immer freier arbeite, dann muss ich die fehlende Stabilität im Außen dadurch ausgleichen, dass ich an anderer Stelle, nämlich in mir als Mensch, in meinem Inneren stabil bin. Dass ich mir dort Orientierung, Klarheit, Motivation und was auch immer geben kann. Ja? Das bedeutete, dass wir verstanden, okay, wenn wir wirklich ganz neu arbeiten wollen, dann müssen wir uns einem anderen Bereich in uns zuwenden, der normalerweise in Unternehmen nicht so eine große Rolle spielt, nämlich den ganzen Inneren, den Gefühlen und Gedanken, den Werten. Was ist mir eigentlich als Mensch wichtig? Was motiviert mich? Was brauche ich, um gut beitragen zu können zum Unternehmenszweck? Aber auch der ganzen Welt der Bedürfnisse in mir. Ja? Was gibt mir Sicherheit und was sind die optimalen Bedingungen, damit ich wirklich innovativ und kreativ sein kann? Also unser Organisationsentwicklungsprozess pendelte immer zwischen dem Außen, der äußeren Struktur, die wir uns gegeben hatten und natürlich den äußeren Aufgaben, die wir als Think Tank, denen wir gerecht werden müssen und dem, was wir brauchen in unserem Inneren, um so flexibel, fluide gut arbeiten zu können. Und wir lernten, dass es eine Reihe von Kompetenzen braucht, die wir auf drei Ebenen angesiedelt haben, um gut orientiert in einem sehr flüssigen, beweglichen Organisationsgerüst arbeiten zu können. Und es sind einmal die individuellen Kompetenzen. Ja, ich muss als Individuum, wenn man mir nicht mehr sagt, was ich zu tun habe, sondern wenn ich selbst entscheiden muss, an welchen Projekten möchte ich arbeiten, welche Art von Entscheidungen möchte ich fällen, muss ich einfach einen sehr guten Selbstkontakt haben und ich muss selbst reflektiert sein. Ja? Und da spielt natürlich so eine Fähigkeit oder eine Technik oder eine Methode wie Meditation eine ganz wichtige Rolle, ja? Weil ich dort ja auf eine ganz neue Art und Weise mit mir selbst im Kontakt bin und mich selbst sehe, aber auch die Chance habe, mich nicht vollkommen mit mir zu identifizieren, sondern meine eigenen Dynamiken auch mit ein bisschen Abstand betrachten kann und dann sehen kann zum Beispiel, ob ich im Gespräch mit einem Kollegen, wenn mich da was irritiert, ob das ein Triggerpunkt ist, der in mir ist, um den ich mich kümmern muss, weil es ein persönlicher Schatten zum Beispiel von mir ist, oder ob das wirklich etwas ist, was mich im Encounter mit meinem Kollegen triggert. Ja? Und wir hatten dieses ganze Thema, Lalu beschreibt ja, dass er in diesen Unternehmen, die er untersucht, dass die sehr menschenzentriert sind. Wir haben gelernt, dass es ganz wichtig ist, wenn wir innovativ und konstruktiv zusammenarbeiten wollen, ohne viele feste äußere Strukturen, dass wir dann sehr stark eben mit uns selbst in Kontakt sein müssen und unser eigenes Potenzial auch wirklich in die Hand nehmen müssen und uns selbst entwickeln müssen. Und wir haben total tolle Potenzialentfaltungen gesehen im Laufe der letzten Jahre, wo zum teilweise sehr junge Mitarbeiter enorme Wachstumsschritte gemacht haben, weil sie einfach motiviert waren, sich große Projekte genommen haben, die gut ausgeführt haben und dann innerhalb von unserer sehr flexiblen Hierarchie immer wieder einfach total verantwortungsvolle Posten übernehmen konnten. Also eine sehr, sehr schöne Reise der Selbstwerdung und das, ja, das immer mehr man selbst werdens und klarer werdens.
Eine zweite Ebene von Kompetenzen, die wir intensiv erforscht und geübt haben, immer wieder, sind Beziehungskompetenzen, Wir-Kompetenzen. Ja, weil in dem Moment, wo ich äußere Strukturen reduziere, ist die flüssige Kommunikation untereinander im Team wirklich der Klebstoff, der die Organisation zusammenhält. Ich muss also als Mensch in der Lage sein, klar, transparent, aber auch konfliktfreudig und gewaltfrei mit meinen Kollegen zu kommunizieren. Und da spielen auch natürlich Gefühle eine ganz wichtige Rolle. Wir haben gelernt, dass es ganz wichtig ist, uns als ganze Menschen zu zeigen, unseren Kollegen gegenüber und nicht nur unsere Sonnenseiten, so diese tollen Facetten, mit denen wir sowieso immer gerne am Arbeitsplatz gesehen werden sollen, präsent zu sein, sondern dass es total wichtig ist, auch Schattenaspekte reinzubringen. Auch darüber zu reden, dass man unsicher ist, dass man unangenehme Gefühle wie vielleicht Scham oder Wut erfährt, weil das eine wichtige Information sein kann, um ko-kreativ gut miteinander zusammenzuarbeiten. Ja, mein Kollege muss von mir wissen, wenn wir gerade zusammen was gestalten wollen, dass ich mit 80% von meinem Gehirn gerade irgendwo noch ganz anders bin. Meinetwegen bei einem Telefonat, was ich vor unserem jetzigen Meeting hatte, was mich immer noch sehr beschäftigt. Ja, und dann ist das eine wichtige Information, wo auch eben Gefühle eine wichtige Bedeutung haben. Und das war für uns ein sehr wichtiger Lernschritt, zu sehen, dass wir als Kollegen nicht nur auf der mentalen Ebene miteinander transparent und offen kommunizieren können und müssen, sondern dass wir eben halt auch unsere Körperwahrnehmung und unsere emotionale Ebene mit reinnehmen, weil da so viel Intelligenz drin steckt, die für gute, mutige Entscheidungen, die wir als Unternehmer führen müssen, wichtig sind. Und wir haben noch eine dritte Ebene, die total wichtig war, eine dritte Kompetenzebene immer wieder erforscht, und das sind sogenannte Feldkompetenzen. Das hat damit zu tun, dass in dem Moment, wenn ein Unternehmen nicht mehr nur alle Entscheidungen oben irgendwo in der Hierarchie fallen lässt, sondern wenn jeder potenziell wichtige Entscheidungen führt oder fällen kann, dann braucht auch jeder genügend Überblick über das große Ganze, um wirklich verantwortlich handeln zu können. Weil wenn ich hier eine Entscheidung fälle, aber nicht mit einbeziehe, was das für das gesamte Unternehmen macht, was das vielleicht auch im Bereich von Wettbewerbern, Beziehungen zu Kunden oder so, welche Auswirkungen das hat, dann kann ich keine guten Entscheidungen fällen. Wir mussten also Kompetenzen, die wir dann als Multiperspektivität und Metareflexion benannt haben, trainieren. Multiperspektivität bedeutet, dass ich aus meiner eigenen Perspektive austreten kann und wirklich nicht nur empathisch, sondern wirklich meinen Gegenüber verstehen kann, wie die Welt aus der Perspektive dieses anderen Menschen aussieht. Auch wenn ich nicht die gleichen Lebenserfahrungen teile wie dieser andere Mensch. Und wir lernten, dass Metareflexion ein ganz wichtiger Wert ist, weil wir müssen immer wieder, um in Komplexität zu navigieren, müssen wir immer wieder aus der Vogelperspektive auf das Geschehen raufschauen. Wir können immer nicht nur aus unserer individuellen Perspektive die Welt betrachten, sondern wir brauchen so ein Prozessbewusstsein, um intelligente, informierte Entscheidungen fällen zu können. Und das haben wir zum Beispiel dadurch geübt, dass wir im Team nach größeren Meetings eine kurze Metareflexionsrunde machen, wo jeder, der was beizutragen hat, eben versucht, aus der Vogelperspektive die Dynamik, die in diesem Meeting gewirkt hat, zu beschreiben. Wie waren zum Beispiel die Muster unserer Kommunikation? War das ko-kreativ? Hat ein Beitrag auf dem anderen aufgebaut? War es so, dass nur immer die üblich Verdächtigen, die Alpha-Tiere, unter uns geredet haben? Oder war es so eine Atmosphäre, dass auch die eher stilleren Stimmen, die was beizutragen haben, gehört werden konnten? Ja, also das sind einfach dieser ständige Muskel für Reflexion war total wichtig, dass wir den trainiert haben. Und es bedeutet aber natürlich etwas auch für mein Inneres, weil ich kann nur Komplexität in mir beheimaten und nicht von Komplexität überwältigt sein, wenn ich bis zu einem gewissen Grade verstehe, mich leer zu machen. Wenn ich diese Komplexität irgendwo in mir abbilden kann, die da draußen ist. Und das ist natürlich nicht wirklich möglich, weil die Welt ist viel zu komplex. Aber ich muss adäquat in der Lage sein, die Bewegungen in meinem Unternehmen, in dem Markt, in dem ich tätig bin, in der Welt, ne, regulatorische Trends zum Beispiel, die muss ich verarbeiten können in mir. Und dazu brauche ich einfach relativ viel Raum. Und
Meditation und andere kontemplative Techniken sind genau das, was Raumhalten fördert und wo ich diese Fähigkeit zur Metareflexion auf einer ganz anderen Art und Weise einnehmen kann. Also das war für uns ein sehr, sehr spannender Transformationsprozess, den wir durchlaufen sind. 18 Monate intensiv, immer wieder mit Workshops, die dann darin resultierten, dass wir bestimmte Methoden und Elemente in unseren normalen Arbeitstag integriert haben. Aber wir sind seit 2014 mit dem Ganzen unterwegs und haben auch in den letzten Jahren immer wieder Supervision mit unserer Organisationsentwicklerin Bettina Rollo und bieten auch einzelnen Menschen die Möglichkeit des individuellen Coachings, um an diesen Kompetenzen, die ihr hier auf dieser Folie seht, zu arbeiten. Nun hatten wir oder leben gerade im Zeitalter von einer Pandemie und für uns war es sehr interessant zu sehen, ob unsere inneren Kompetenzen, die uns so viel innere Sicherheit geben im Team, ob die sich auch bewähren würden unter dem Stresstest Corona. Und ja, es hat gut funktioniert. Die Außenwelt wackelt extrem und alles war unsicher. Aber das Team hat es geschafft, sehr, sehr schnell sich neu aufzustellen und auch neu wiederum kreativ zu sein und neue Produkte zu entwickeln und einen sehr guten Zusammenhalt auch in der Homeoffice und im digitalen Raum aufrechtzuerhalten. Wir versuchen diese Kompetenzen, über die ich jetzt eben gesprochen habe, immer wieder für uns selbst zu praktizieren, aber auch wir möchten die auch weitergeben. Und wir haben seit kurzem als Better Place in Berlin einen großen Coworking Space, den wir von Google für 5 Jahre geschenkt bekommen haben, diese Nutzung. Und dort haben wir unter anderem auch eine Kooperation mit der Williges-Jäger-Stiftung, die dort 2-mal in der Woche in einem extra dafür ausgestatteten Meditationsraum mit uns Zen praktiziert. Mit uns und allen Coworkern, die sich im BUM, im Better Place Umspannwerk dafür interessieren. Und das Spannende ist, dass wir diesen Raum auch nutzen für Meetings, nämlich für Mindful Meetings. Wir versuchen dort Besprechungen durchzuführen auf dem Boden mit einer bestimmten Kultur, die wir aus der kontemplativen Tradition heraus abgeleitet haben. Und das Schöne ist, dass wir wirklich sehen, wie Kontemplation Meetings viel erfrischender machen kann, Machtunterschiede zwischen Teilnehmern ausgleichen kann, Nervosität erden kann. Also wir sind gerade erst ganz am Anfang dabei, das zu erforschen, aber es ist ein sehr interessantes Bereich, wie wir kontemplative Techniken in unseren Arbeitsalltag einbringen können. Ich glaube, dass das Thema, über das wir hier reden, also äußere Transformation, die momentan ja massiv stattfindet und dieses Innere, was braucht es davon in uns als Menschen, dass das nicht nur für neue Arbeitsformen wie New Work und Agilität wichtig ist, sondern weit darüber hinaus. Und ich möchte mit 2 Beispielen schließen, um einfach nur so ein paar Schlaglichter noch zu werfen, wieso die innere Transformation und eine innere Reifung so essentiell ist. Dieses Bild stammt aus einer Ausstellung aus dem MAC, dem Museum für Angewandte Kunst in Wien, wo ich letztes Jahr war, und beschreibt einfach die Fähigkeit von Algorithmen, Gesichtsausdrücke, über Gesichtsausdrücke unsere Emotionen zu tracken. Ja, es ist ja schon jetzt ganz leicht möglich, dass Websites analysieren können, wie geht es dem, der mich gerade nutzt. Ja? Also wir leben in einer Welt, in der es einer Maschine häufig schon besser, präziser gelingt, unseren emotionalen Zustand zu identifizieren. Und das finde ich scary. Also ich möchte sehr gerne mich selbst besser kennen, als dass eine Maschine mich kennt. Ja? Ich glaube also, wenn wir nicht zum Spielball von künstlicher Intelligenz werden wollen und solchen Gefühlserkennungssystemen, dann ist es total wichtig, dass wir selbst wissen, was gerade in uns vorgeht, ja? Um eben nicht so manipulierbar zu sein. Und das ist mein 2. Beispiel von einer total tollen Seite, wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut sie euch an, This Person Does Not Exist. Wir leben in einer Welt, in der es schon jetzt so viele synthetische Medien gibt, sogenannte Deepfakes, die nicht nur Bilder faken können, sondern die schon jetzt uns ganze Videos erstellen können, wo
die wir nicht mehr in der Lage sind zu unterscheiden von der Realität. Ja, diese Seite, This Person Does Not Exist, produziert mit jedem Refresh-Button ein neues computergeneriertes Bild. Diese Personen gibt es alle nicht, aber sie werden in Nanosekundenschnelle computergeneriert. Und wir sehen das Gleiche jetzt schon, das sind jetzt noch Fotos, wir sehen das Gleiche ja jetzt schon im Bewegtbild. Und das kann für total schöne Zwecke eingesetzt werden, wie wenn in einem Salvador Dali Museum in Florida die Zuschauer mit einem realen Salvador Dali konfrontiert werden, der sie begleitet durch die Ausstellung und der auf der Basis von alten Bildern von Salvador Dali ihn jetzt wiederum virtuell neu zum Leben erweckt. Aber es wird natürlich auch von Menschen, die sehr, sehr schlechte Intentionen haben, genutzt und die diese neue Realität, diese Fake-Realität einsetzen für massive Desinformation. Und in dieser Welt, wo wir bald nicht mehr unterscheiden werden können, welches Video, welche Aussage von wem ist wirklich real und welche ist in irgendeinem Computerlabor generiert worden, brauchen wir als Menschen viel mehr eine Stärkung von unserer Intuition, dass wir besser verstehen können, welche News sind Fake News und was ist real. Ja, also unser Sinn für Realität wird in den nächsten Jahren so massiv herausgefordert, dass wir, glaube ich, definitiv ein menschliches Upgrade brauchen. Und das kann meiner Meinung nach wirklich durch intensives Inner Work geschehen. Bettina und ich haben da zu diesem Thema, zu unserer Transformationsgeschichte bei Better Place und bei anderen Unternehmen ein Buch geschrieben, New Work Needs Inner Work. Wir haben auch einen Online-Kurs dazu gemacht, wo wir Unternehmen an unseren eigenen Lernschritten teilnehmen lassen. Und ich möchte mit dieser Folie schließen, weil ich hatte, meine erste Folie war ja mein Leben auf einer Folie mit den ganzen äußeren Errungenschaften. Nun, im Laufe der letzten Jahre oder des letzten Jahrzehnts, seitdem ich selbst intensiv Inner Work mache und eine intensive Meditations- und spirituelle Praxis habe, ist mir bewusst geworden, dass mindestens so viel so wichtig wie meine ganzen äußeren Errungenschaften und Tätigkeiten ist das, wie es in mir subjektiv aussieht und wie ich subjektiv bin im Sein. Und deswegen schließe ich mit dieser Folie, die einfach ganz verschiedene Gefühlszustände und Wahrnehmungszustände von mir nochmal versucht, mit ein paar Kunstwerken zu visualisieren. Ja, herzlichen Dank. Also ich vielleicht als Schluss, ich selbst bin total gespannt auf digitale Transformation und auf das, was wir sehen werden in den nächsten Jahrzehnten, wie sich unsere Welt verändert. Und ich glaube, wir haben eine enorme Chance, dass Digitalisierung erstmal auch sehr unangenehm einen enormen evolutionären Druck auf uns Menschen ausübt, dass wir uns verändern müssen, dass wir ein menschliches Upgrade in uns selbst entwickeln. Und dass es aber eine ganz tolle, spannende Transformationsreise ist, uns selbst und unsere Beziehungsfähigkeit und unsere Beziehung auch zum Planeten und zum Kosmos und zum Göttlichen zu erforschen. Vielen Dank.